So, dann herzlich willkommen zu der Nachtbeschau, Chartschau von JFD Brokers. Zunächst einmal für alle nochmal der Risikohinweis und Haftungsausschuss. Der Inhalt dieser Videos enthält keine Anlageberatung und stellt auch keine Aufforderung zu einem Erwerb von irgendwelchen Finanzinstrumenten dar. So, dann kommen wir kurz zu der DAX-Liste. Da hat sich noch einiges getan. RWE hat sich an die Spitze gesetzt. Eine Firmenaufspaltung ist hier höchstwahrscheinlich im Gange. Jedenfalls eine Ankündigung. Man konnte 15 oder fast 16% zulegen. Die Linde-Aktie kann man ganz kurz den Tageschart anschauen. Okay, habe ich schon lange nicht mehr analysiert. Deswegen hat die Konfiguration nicht geklappt. In der Spitze beziehungsweise in 2 Tagen hat die Aktie jetzt 17% abgegeben oder 30 Euro. Das ist ganz schön heftig für einen DAX-Wert. Und stößt eben hier dann leicht auf Unterstützung, aber die Aktie, sage ich mal, im Tageschart kann man die eh nicht traden bei solchen schwarzen Kerzen. Das wäre dann wirklich nur antizyklischer Einstieg gedacht. Man müsste dann schon in den unteren Ebenen schauen und ersten Bruch der Oberkante des Rainbows abwarten. Und dann vielleicht ist es für ein paar Euro dann gut, um dann an den nächsten EMA zu traden. Aber dann kommen wir eben noch sowieso zum DAX allgemein. Da läuft jetzt nicht wirklich ein Setup, was ich im Stream vorgestellt habe, sondern in dem Vormittagsvideo habe ich gesagt, den Bruch diese Unterstützung könnte man eben zu einem spekulativen Short verwenden. Angegeben war auch eben hier der EMA 200. Und der alte Widerstand bzw. die Unterstützung im 4-Stunden-Chart ist eben hier eingezeichnet, das ehemalige Kursziel. Von dort aus, hier wurde sie zwar temporär unterboten, aber eine schöne Hammerkerze. Dann musste zwar der DAX wieder ein bisschen abgeben, aber steht direkt dann am EMA 200 im 15-Minuten-Chart. Was sagen die anderen Zeitebenen? Hier stehen wir in der Stunde unter dem EMA 30. Hier könnte sich noch etwas fortsetzen, aber die US-Indizes haben sich eben geschlossen eben auf Tageshoch. Da darf man gespannt sein, wie dann morgen der DAX reagiert. Im Tageschart hat sich ein astreines bearish Engulfing ergeben. Der Öffnungskurs lag sogar über dem Schlusskurs eben vom Vortag und der Schlusskurs liegt unter dem Eröffnungskurs des Vortages, also ein mustergültiges bearish Engulfing. Zwar nicht eben ganz einer dynamischen, also am Ende einer wirklichen dynamischen Aufwärtsbewegung, zwar ist der DAX natürlich extrem gestiegen, aber so ein Signal wäre schon schöner, wenn jetzt hier, sag ich mal, jetzt an diesem Widerstand, wenn sowas stattgefunden hätte. Eben hier, klar, ein unteres Kursziel könnte man mit 11.180 etwa noch angeben. Das war hier das Vorgängerhoch und hier liegt dann die Oberkante des Rainbows bereit. Aber wie gesagt, es ist schwierig, höchstwahrscheinlich das zu handeln oder beziehungsweise hier auf fallende Kurse zu setzen, weil die US-Börsen auf Tageshoch geschlossen haben. Also hier werde ich weiter auf der Seitenlinie bleiben und gegebenenfalls morgen ein neues Setup vorstellen. Das war's. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns morgen.